daher gibt es einmal die Teezeremonie des vorderen Teehauses, die Teezeremonie des hinteren Teehauses und die Teezeremonie der Chakotay-Straße. Willkommen zur zweiten Folge vom Weg des Tees. Ich bin Anne und entführe euch ein bisschen in die Welt der Teezeremonie. Bei der japanischen Teezeremonie ist es so, dass es verschiedene Teeschulen gibt. Und bevor ich anfange, euch genaue Abfolgen und euch Schritte und Handlungen, egal ob als Gast oder als Gastgeber, zu erklären, möchte ich euch erstmal ein bisschen mit in den geschichtlichen Hintergrund nehmen und damit auch abgrenzen, was ich eigentlich lerne und was ich euch dann auch weitergeben kann. Denn ich möchte nicht, dass ihr etwas erwartet, was ihr nicht bekommen könnt. Fangen wir mal an im 16. Jahrhundert. Damals lebte der sogenannte Sendo Rikyu. Und Rikyu, das war der Oberdude, wenn es um die japanische Teezeremonie geht. Das war sozusagen der einflussreichste Mann, auf den die Praktiken, die es heute gibt, eigentlich alle basieren. An dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. Rikyus Familiengeschichte ist echt ein bisschen kompliziert. Und wenn ihr da Infos oder Detailwissen haben wollt, dann stimmt doch gerne mal hier oben dafür ab. Dann werde ich da mal ein extra Video für machen, wo wir darauf eingehen. Jetzt werde ich aber nur die wichtigsten Sachen erklären, um das Ganze so ein bisschen zu verstehen für die Allgemeinheit. Rikyu hatte ein Anwesen in Kyoto mit 2 Teehäusern und wollte seine Teezeremoniepraktiken gerne innerhalb seiner Familie weitergeben. Er hatte einen Sohn, Doan, dieser war jedoch nicht ganz so sehr in die Teezeremonie vertieft. Jedoch hatte er auch noch eine Tochter, die hieß Okame. Und Okames Ehemann, der hieß Shōan. Shōan war sehr interessiert an dem Thema Teezeremonie. Und deshalb hat Rikyu ihn sozusagen adoptiert. Und er wurde der nächste Teemeister in der Familie von Sendo Rikyu. Es war sozusagen die zweite Generation. Okame und Shōan hatten dann einen Sohn, der hieß Sōtan, auch bekannt als Genpaku Sōtan. Jedenfalls war Sōtan dann die dritte Generation in der Sendo Rikyu Familie, die sozusagen Teezeremonie nach dem Rikyu Style praktizierte. Keine Sorge, wir gehen jetzt gleich alle einzeln aus. Jetzt kommen wir zur vierten Generation der Sendo Rikyu Teezeremonie. Und die vierte Generation ist die Generation, wo es anfing, sich ein bisschen zu spalten. Sōtan in der dritten Generation hatte 4 Söhne. Sōsa, der dritte Sohn, und Sōshitsu, sein vierter Sohn, haben beide im Rikyu-Anwesen in Kyoto ihre Teezeremoniepraktiken praktiziert. Ihre Teezeremonie durchgeführt. Sōsa im vorderen und Sōshitsu im hinteren Haus. Sein zweiter Sohn, Sōshū, praktizierte seine Teezeremonie in einem Anwesen in der Mushakoji-Straße in Kyoto. Was mit seinem ersten Sohn war, wäre ein Fall für das Video da oben. Achtung, das ist jetzt eine Vermutung rein von mir. Wie das unter Geschwistern so ist, kann ich mir vorstellen, dass jeder von seinen Söhnen der Beste sein wollte und die besonderste Teezeremonie machen wollte und auf jeden Fall, ja, seinen eigenen Senf dazugeben wollte. Deswegen haben sich an dieser Stelle 3 Teeschulen etabliert. Einmal die Omote-Senke, die Uda-Senke und die Mushakoji-Senke. Was genau bedeutet das jetzt? Fangen wir mal von hinten an. Senke. Das haben alle 3 Teezeremonie-Schulen in ihrem Namen. Ke steht einfach nur für Familie oder Haus. Sen ist einfach nur der Nachname von all diesen Leuten. Sagen wir das mal so vereinfacht. Also Sendo Rikyu, Sendo Sōtan, Sendo Sōsa, Sen. Dann haben wir einmal Omote, Ura und Mushakoji. Tja, das sind einfach nur die Orte, an denen diese 3 Söhne ihre Teezeremonie praktiziert haben. Also Mushakoji, habe ich schon gesagt, der dritte Sohn, der Shōshū, praktizierte seine Teezeremonie in der Mushakoji-Straße. Deswegen heißt sie Mushakoji-Senke. Bei den anderen beiden ist es so, dass Omote Vorderseite bedeutet und Uda Rückseite. Was eigentlich nichts mehr bedeutet, als dass Sōsa seine Teezeremonie in dem vorderen Haus, also in dem vorderen Teehaus auf dem Rikyu-Anwesen präsentierte oder durchführte, praktizierte
und das Shoshitsu in dem hinteren Teehaus, also Ura, in dem hinteren Teehaus seine Teezeremonie praktizierte. Und daher gibt es einmal die Teezeremonie des vorderen Teehauses, die Teezeremonie des hinteren Teehauses und die Teezeremonie der Shakuntistraße. Aber was genau bedeutet das jetzt für die heutige Teezeremonie, die noch praktiziert wird? Es gibt noch immer diese drei Teeschulen, es gibt auch sehr viele Abwandlungen immer noch davon. Jedoch sind die Omotesenke, Urasenke und Shakuchisenke die drei weitverbreitetsten und größten Teeschulen, die es gibt. Die Urasenke führt die Spitze an, danach kommt knapp gefolgt die Omotesenke und die Shakuchisenke ist auf dem letzten Platz dieser drei großen Teeschulen. Die Unterschiede liegen bei diesen drei Teeschulen sehr im Detail. Jemand, der gar nichts mit Teezeremonie zu tun hat und jede der drei Teezeremonien sehen würde, würde wahrscheinlich keinen großen Unterschied in den einzelnen Zeremonien sehen. Daher ist es auch nicht schlimm, wenn ihr zum Beispiel Urasenke lernt und einer Teezeremonie teilnehmt, die zur Omotesenke gehört oder andersrum. Ein paar Unterschiede, die jedoch sehr bekannt sind, zähle ich jetzt einfach nochmal auf. In der Urasenke zum Beispiel wird der Schaum beim Matcha sehr schaumig geschlagen, sodass man eine schöne, dicke Schaumschicht oben drauf hat. In der Omotesenke hingegen sagt man, dass wenn man Matcha zu viel schlägt, der Geschmack verloren geht. Deswegen schlägt man den Matcha nur so viel, dass man eine Hälfte Schaum hat und eine Hälfte keinen Schaum hat. Dann ist es bei der Urasenke so, dass man ausschließlich den weißen oder hellen Bambusbesen benutzt. In der Omotesenke jedoch gibt es auch noch einen Bambus, der nochmal besonders behandelt wurde und ein dunklerer Teebesen ist, der auch benutzt wird. Dann ist es in der Urasenke so, dass man versucht, von allen Utensilien, die man benutzt, das Schönste, Teuerste und Beste zu benutzen, was man hat. Was aber auch dazu führen kann, dass sich die Teezeremonie-Utensilien während der Zeremonie ein bisschen die Schau stehlen können. In der Motesenke hingegen ist es so, dass man immer versucht, eine Balance zwischen den Utensilien zu finden. Das heißt, wenn ich eine sehr wunderschöne Teeschale benutze, werde ich wahrscheinlich eine etwas weniger auffällige Teedose benutzen. Jetzt nur als Beispiel. Aber ich denke, ihr versteht das Prinzip. Man versucht einfach eine Balance zwischen den Utensilien zu finden. Zu der Mushakuji-Teeschule muss ich sagen, dass mir dazu einfach persönlich zu wenig bekannt ist und ich das deswegen jetzt einfach mal außen vor lasse. Jetzt die große Preisfrage. Was lerne ich? Naja, da ich über die Mushakuji-Senke nicht so viel weiß, könnt ihr schon denken, dass ich das nicht lernen werde. Ich lerne Omotesenke-Teeschule und ich kann euch auch nur in die Welt der Omotesenke-Teeschule einführen. Das macht für euch wahrscheinlich erstmal nicht so einen großen Unterschied. Wenn ihr aber Urasenke oder vielleicht auch Mushakuji-Senke lernt, denke ich nicht, dass es schlimm ist, wenn ihr meinen Einblick in die Omotesenke euch ein bisschen anhört, denn unterm Strich gehören sie ja doch irgendwie alle zusammen und die Unterschiede liegen im Detail und vielleicht fallen sie euch dann erst recht auf. Einige fragen sich jetzt vielleicht, warum lernst du Omotesenke? Das ist eine berechtigte Frage, die eine sehr stupide, simple Antwort hat. Erstens, naja, der Teezeremonie-Club der Omotesenke hat einfach besser in meinen Stundenplan an meiner Uni in Japan gepasst als der Teezeremonie-Club der Urasenke. Zweiter Grund, eine japanische Freundin von mir kannte jemanden aus dem Omotesenke-Teezeremonie-Club und da war die erste Hürde des ersten Kontakts einfacher zu nehmen als beim Urasenke-Teezeremonie-Club. Jetzt verliere ich noch mal ein paar Worte dazu, was Teezeremonie in der Omotesenke bedeutet. Das ist jetzt aber wahrscheinlich nicht ausschließlich für die Omotesenke. Ich denke, dass sich das viel mit den anderen Teeschulen decken wird. In der Omotesenke ist die Teezeremonie eine Zeit, die eine luxuriöse Zeit ist. Eine Zeit, die man genießen soll und die dazu helfen soll, den Alltag, die Sorgen und die Schnelligkeit des Alltags zu vergessen und einfach runterzufahren und den Moment wahrzunehmen und zu genießen. Dabei ist es durchaus wichtig, dass man die richtige Reihenfolge und die richtigen Abläufe der Teezeremonie kennt. Jedoch ist es genauso wichtig, die Atmosphäre einer Teezeremonie aufzunehmen
und vor allen Dingen, wenn man derjenige ist, der den Tee zubereitet, diese auch weiterzugeben. Für mich hat das am Anfang bedeutet, dass ich sehr viel erstmal beobachtet habe. Natürlich habe ich von Anfang an die Abläufe gelernt, jedoch habe ich sehr oft geschaut, wie verhalten sich die anderen, was für Dinge sagt meine Teelehrerin, wann was wichtig ist. Und wann ist es auch mal okay, wenn jemand ein bisschen was abgewandelt macht? Das hat mir sehr viel geholfen, um zu merken, wie die Stimmung und wie einfach, ja, die Atmosphäre während eines Teetreffens, während einer Zeremonie ist. Denn am Ende ist es so, dass das Thema Teezeremonie etwas ist, was nicht definiert ist. Es ist etwas, was so tief ist, dass man es aber auch nicht bis ins kleinste Detail definieren kann. Natürlich gibt es Abfolgen und Abläufe und Handlungsschritte, aber es gibt auch sehr viele Variationen, wie ich euch schon erklärt habe. Und wenn sich jemand vielleicht ein neues Regal ausdenkt, muss man sich wieder neue Schritte ausdenken. Ich weiß nicht, ob das aktuell noch so der Fall ist, aber so stelle ich mir das vor, ist es damals passiert, dass es überhaupt diese ganzen Variationen gab. Bei der Teezeremonie ist es eben wichtig, gerade wenn man der Zubereiter ist, die Zeremonie zu seinem eigenen zu machen. Dass man sozusagen ja einfach das, was man selber fühlt, bei der Teezeremonie weitergibt. Denn man sagt auch in der Motesenke, dass die Teezeremonie ein Mittel ist, um dem Herz Ausdruck zu verleihen oder Ausdruck zu geben. Und so sollte man eben auch bei der ganzen Sache dabei sein. Komplett achtsam und im Moment. Und wenn man das nicht ist bei der Teezeremonie, wenn man mit seinen Gedanken irgendwo anders hängt, tja, Leute, glaubt mir, dann kann man das direkt sein lassen und macht alles falsch und sollte lieber sich einen anderen Tag aussuchen, an dem das besser klappt. So, jetzt habe ich aber genug drumherum gelabert. Keine Sorge, in der nächsten Folge geht es dann darum, wie man sich als Gast in einer Teezeremonie verhält. Ich bin gespannt, wie ich das Ganze umsetzen werde, weil ich eben keinen richtigen Teeraum habe. Aber das wird, keine Sorge, ich kriege das hin. Wenn ihr es noch nicht getan habt und euch für das Thema Teezeremonie oder auch für das Thema Japan mehr interessiert, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und lasst mich wissen, wie ihr das Ganze so findet. Kommentare. Und dann sage ich an dieser Stelle einfach vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.